Das ist so richtiger Quatsch mit Soße, den ich so liebe. Auf keinen Fall Fehler machen, ne? Du kannst nur ein besserer Dartspieler werden, wenn du am besten noch folgende 5 oder 10 Hitlisten sind immer gut. Fehler vermeidest, das klappt anders überhaupt nicht. Ja, stimmt. Dann werde ich mal diese Fehler auf keinen Fall machen, dann bin ich ja schon automatisch Semi-Profi. Würde ich mal sagen, Michael van Gerwen, Luke Humphries, ihr könnt euch schon mal warm anziehen. Ich werfe jetzt nur noch 9 Darts am laufenden Band. Aus Fehlern lernt man. Nehme ich diese Beispiele mal als gut gemeinte Ratschläge und nehme gleichermaßen Bezug auf mein Video zur mentalen Stärke, was Veränderung ist und dass es um Prozesse ohne Abkürzungen geht. Aussagen wie vermeide unbedingt diese Fehler oder nur so machst du es richtig im Darts, was dasselbe meint, nur anders formuliert ist, sind aus mehreren Gründen aus meiner Sicht problematisch und auch mal zu hinterfragen. Denn aus Fehlern lernt man. Du musst gar Fehler machen und ihre Konsequenzen, ihre Wirkung selbst erfahren. Und wer sagt, tu dies nicht, tu das nicht, um besser zu werden im Darts? Du selbst? Eben, das sagen immer andere. Aber kennen die dich? Kennen die dich persönlich? Wissen die, wo du stehst, welche Möglichkeiten du hast? Und was soll das immer mit diesem, du musst dich wohlfühlen beim Darts? Das muss sich gut für dich anfühlen. Erstens mal, Lernen und Veränderung geht nur, wenn du selbst dazu bereit bist, wenn du es willst. Zweitens, tut mir leid, aber Lernen und Veränderung heißt auch mal, komm raus aus der Watte, raus aus der Komfortzone. Lernen und Veränderung, das ist ein Prozess, eine Sache, die ihre Zeit braucht. Und oh Wunder, manch einer lernt schnell, der andere vielleicht ein bisschen weniger schnell, aber da gibt es keine Abkürzungen, du kannst nichts überspringen. Apropos Springen, Jonglieren mit 3 Bällen oder schnell Springseil springen ist eigentlich in wenigen Stunden oder Tagen zu erlernen, das ist nichts Kompliziertes. Aber wenn du das noch nie zuvor gemacht hast, ja, was denkst du, was dann passiert und wie sich das für dich anfühlen wird? Du wirst Fehler machen und es wird sich komisch anfühlen, ungewohnt, nicht gut. Und jetzt stell dir aber vor, du kannst es, du hast es erlernt. Du hast es geschafft und kannst tatsächlich Seil springen wie ein Boxer beim Warm-up oder kannst jetzt easy mit 3 Bällen jonglieren. Und wie fühlt sich das jetzt an? Was denkst du, wie gut und tief hast du das jetzt verinnerlicht, obwohl du doch über Fehler, Misserfolge und ungutes Gefühl gelernt hast? Ja, was denn? Du hast doch neulich selber ein Video gemacht hier zu Dartscheibe aufhängen, vermeide diese Fehler. Richtig, Kalle. Und worum geht's da genau? Ja, wegen Dartboard auf richtige Höhe und Abstand bringe, damit das alles korrekt ist halt. Stimmt. Ich spreche hier über ein Regelwerk und wie man ein Dartboard, also ein Ding, eine Sache, richtig aufhängt. Ich spreche da nicht über Menschen und was sie zu tun oder zu lassen haben. Und ich finde, wir sind ja alle sehr, sehr individuell und das zeigt sich ganz besonders auch im Dartsport. Ja, Moment mal. Ich weiß doch auch, dass du Videos gemacht hast hier zum Thema besser werden im Darts. Ja, schlauer Fuchs heute, Kalle, ne? Also seit du viel Wasser und Holy trinkst, kann man dich nicht so leicht in das Licht führen, ha? Was? Naja. Schmeckt der auch? Und mit deinen Rabattcodes hier, Olli 5 oder Olli 10, kann ich ja auf die geilen Probepacks mit den ganzen Geschmacksrichtungen oder halt auf meinen ganzen Einkauf 10% sparen. Aber ich habe mich schon entschieden. Holy Energy Citrus Cobra ist enorm in Ding. Erinnert mich voll an den Snakebite Peter Wright Energy Drink. Peter Wright. Ja, gut. Aber ablenken kann ich dich. Aber nochmal zu deinem Punkt. Es stimmt, ich habe auch Videos gemacht zum Thema besser werden im Darts. Und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Beispiel für selektive Wahrnehmung. Schauen bzw. hören wir gleich mal ganz genau rein, was ich da gesagt habe, aber da fällt mir spontan noch ein Zitat von Henry Ford ein. Was immer du glaubst, zu können oder nicht zu können, du hast recht. Und das möchte ich hier einmal ergänzen und dann folgt die Erklärung mit dem Video. Was immer du glaubst, zu hören oder nicht zu hören, du hast recht. Ich denke, im ersten Videobeitrag sollte es keine Missverständnisse geben. Bereits im Titel steht schon ganz klar lesbar, meine Warm-up-Routine. Kein Du musst Folgendes tun oder nicht mal ein Du solltest. Zweiter Beitrag, direkt mal rein. Ich möchte euch gerne mitnehmen auf meine persönliche Reise, wie ich versuche, besser im Darts zu werden. Und da bringe ich mich selbstkritisch gerne auch mal ganz an den Anfang zurück, also zu den Basics. Trotz aller Fortschritte ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich bestimmte Dinge einfach ineffektiv mache oder sogar mir falsch beigebracht habe. Also ich würde sagen, bereits im Intro stelle ich den Kontext her. Ich spreche ganz klar von meinen Herausforderungen und wie sich das für mich anfühlt und welche Lösungsansätze oder Herangehensweise ich für mich sehe. Komme ich nochmal zurück auf das erwähnte Zitat. Was immer du glaubst, was du kannst oder nicht kannst, du hast recht.
Das bedeutet nichts anderes, dass wenn ich selbst daran glaube oder gar fest davon überzeugt bin, dass zum Beispiel mein Darts-Training Mist war und ich deswegen auch Mist spiele. Ich kann aber auch davon überzeugt sein, dass zum Beispiel ein Darts-Training, egal ob das jetzt im Ergebnis gut oder schlecht läuft, mir aber hilft, weil ich meinen inneren Schweinehund überwunden habe, das dann dennoch im Spiel hier oder da doch abrufen zu können. Also das Ding mit den Fehlern und auch mit diesen Du darfst das nicht oder Du musst Folgendes tun Botschaften, das kann eben ganz, ganz schnell auch zu Glaubenssätzen und damit zu inneren Überzeugungen werden. Und da finde ich, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Denn je nachdem, wie selbstbewusst du bist, und zwar dir selbst bewusst, kann es eben auch ein Trigger sein und ziemlich demotivierend, wenn ich jetzt immer höre, ey, du machst das falsch, du musst das so und so tun, so geht das nicht. Und dann kriegst du am besten noch Trainingsspiele empfohlen und die funktionieren nach demselben Schema. Zuckerbrot und Peitsche. Denn auch hier geht es eigentlich immer um Perfektionismus. Du musst erfolgreich bestimmte Felder spielen, nur dann geht's weiter. Tust du es nicht, meck, falsch. Gehe direkt ins Gefängnis, ziehe keine 4.000 Euro ein und das ist dann eben auch nicht hilfreich. Und für mich deswegen auch so ein Thema, warum ich gar nicht so gerne übermäßig viele Trainingsspiele am Dartboard mache. Also ja, ich mache Training und ich mache Spiele, aber das sehe ich wie in anderen Sportarten auch. Du wirst ja im Fußball zum Beispiel nicht besser, indem du jetzt jeden Tag immer 45 oder volle 90 Minuten durchspielst. Also immer das ganze Spiel von vorne bis hinten durchackerst. Mein jeder weiß, dass man beim Fußballtraining einzelne Einheiten raushebt. Manchmal ist man nicht mal auf dem Rasen. Man übt Geschicklichkeit, man übt Ausdauer, man übt Kraft, man arbeitet mit Gummibändern, was weiß ich, mit Slalomlauf, mit Dribbeltraining, Flankenspielen, Pässe spielen. Also immer einzelne, kurze Sequenzen oder Situationen rausziehen. Und nach diesem Muster mache ich das für mich persönlich auch beim Darts-Training so. Und daran hat sich jetzt im Vergleich zu den Videos von vor gut einem Jahr auch gar nichts geändert. Ich stehe gerne auf einem Wackelbrett oder auch auf meinem Balanceboard. Ich mache körperlich ein paar Übungen, um einfach fit zu bleiben. Ich mache gern Ballsportarten, also überall da, wo es um Koordination, Hand, Auge und ums Werfen geht. Damit einfach auch der ganze Körper immer wieder aktiviert ist. Manchmal sind es auch die einfachen Dinge, die schon helfen. Zum Beispiel ein richtiges Aufwärmen und wirkliches Aktivieren deines Körpers und der Bewegungsabläufe vor so einem Spiel. Ja, das machen vielleicht nicht alle oder vielleicht macht es auch keiner, deswegen ist das irgendwie peinlich wegen Gruppenzwang. Aber ich habe noch keinen Fußballer erlebt, der sich nicht vorher am Spielfeldrand aufwärmt. Kein Baseballer, kein Basketballer, kein Eiskunstläufer, keinen Schwimmer, also was soll das? Nur weil beim Dartsport jetzt Ausdauer, Balancegefühl, Kondition und so weiter jetzt nicht sofort ins Extreme gehen, weil ich da am Dartboard Pfeile werfe. Aber zum Beispiel Ausdauer ist ja auch so ein Thema. Wenn ich aber einen ganzen Tag auf dem Turnier bin, manchmal sogar über Tage hinweg, von früh bis spät, immer wieder meine Leistung zu einem bestimmten Zeitpunkt abrufen soll, ja natürlich muss ich dann auf den Punkt fit sein. Also Kopf und Körper. Auf neue, andere und vielleicht auch mal kreative Art und Weise. Viele von euch haben es in der Umfrage ja genauso gesehen. Die mentale und körperliche Fitness hat einfach einen sehr, sehr großen Anteil. Falls du das erste Video zur mentaler Komponente noch nicht kennst, dann schau gerne mal hier rein. Und sonst sage ich lieben Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao, good darts. Euer Olli.